Diese Bewerbung gibt uns die Möglichkeit, unser Tun und Schaffen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Deshalb haben wir uns beworben und wir möchten natürlich auch Vorbild sein für andere Gastronomen und auch Caterer, sich nachhaltig zu engagieren. Sicherlich ist es auch für uns ein Vertriebspol. Wir haben viele Kunden, die das inzwischen anfragen. Fast 50% unserer Anfragen für Veranstaltungen laufen mit einem Nachhaltigkeitsaspekt. Also ein ganz wichtiges Beispiel und das, was wir jüngstens gemacht haben, ist die Auditierung zum Sustainable Partner Berlin. Dort haben 8 Mitarbeiter 5 Wochen lang dran gearbeitet in den großen Themen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und unternehmerische Verantwortung. Wir haben uns überlegt, wenn keine Veranstaltungen mehr stattfinden, was unsere Kunden interessieren würde. Und wir haben sogenannte Weihnachtsgeschenkboxen entwickelt, wo wir mit unseren Lieferanten und Partnern in Berlin auch zusammengesessen haben und besonders nachhaltige Produkte in diese Boxen gelegt haben, etwas Berlinerisches. Aber wir haben zum Beispiel auch eine ganz neue Produktserie entwickelt, die nennt sich Lieblingsfood bei Floris. Das sind vor allen Dingen saisonale und nachhaltige Produkte. Und dann gibt es natürlich auch Nachhaltigkeitstools, wie zum Beispiel bei Veranstaltungen die beste Restebox. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich übrig gebliebenes Essen mitzunehmen und es hat einen sehr schönen nachhaltigen Effekt. Die Grundmotivation kommt von uns heraus. Mein Mann und ich betreiben ja schon lange auch Nachhaltigkeit, seit über 10 Jahren. Und es ist so eine Selbstverpflichtung an uns selber, aber auch an unsere Kinder und auch an die vielen jungen Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Die interessiert nämlich, was mit unserer Umwelt passiert. Das motiviert uns ganz stark. Es ist vor allen Dingen in dieser harten Zeit, wo keine Veranstaltungen stattfinden, wäre es eine tolle Motivation an uns alle, wenn unser Handeln und Tun damit belohnt wird. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir gerne etwas, wenn wir den ersten Preis gewinnen, von dem Gewinn investieren würden an ein neues Projekt. Wir möchten sehr gerne ein paar Bäume pflanzen, um die Umwelt zu schonen in Südafrika, und das würden wir dafür einsetzen.